Guten Morgen zusammen. Wir bereiten uns gerade vor, Castro Jerez zu verlassen in Richtung Fromista. 25 Kilometer. Bis später. Albergo Rion, Standardherberge, Stockbetten, Gummimatratzen, das Übliche. Aber das Essen ist außergewöhnlich gut, weil wir kochen koreanisches Essen mit frischen Zutaten. So, auf dem Camino, überall wo es koreanisches Essen gibt, gibt es auch Koreaner. Viele davon. Deswegen 80% der Pilger waren Koreaner. Der Koreaner an sich ist eigentlich ganz witzig. Wenn er in Horden auftritt, manchmal ein bisschen merkwürdig, aber unterhaltsam. Falls ich das jetzt irgendwie rassistisch angehört haben sollte, ist nicht so gemeint. Ne? Insofern, Albergo Rion hingehen, lohnt sich. Allein schon des Essens wegen. As the sun slowly crept into the sky, it filled the morning air with warmth and life. Sounds of birds in harmony, and you there right next to me. In wenigen Minuten werden wir meinen drittmeist gehassten Ort auf dem Camino Frances erreichen. Den Arschlochberg. Lass es uns angehen. Through all the storms I'm by your side. Through days of warmth I'm by your side. Der Arschlochberg. Wir haben es gemacht. Diesmal habe ich nicht mal gekotzt. Wie auch immer. Was schön, ich meinem Höhenmesser glauben darf, sind das nur 130 Höhenmeter. Und wie gesagt, sieht von außen auch nicht wirklich höher aus. Aber es sind 130 Meter über einer sehr kurzen Distanz. Und das ist übel. Wenn es geht, versucht das morgens zu laufen. Nicht am Nachmittag, wenn ihr müde seid oder wenn es sogar warm ist. Und nach dem Prinzip von Yin und Yang, was hochgeht, muss auch wieder runterkommen. Das ist jetzt mal ein Test. Die ganzen anderen Clips habe ich ja mit dem internen Mikrofon aufgenommen. Hier ist es gerade momentan ein bisschen windig. Deswegen habe ich jetzt mal mein Sennheiser Shotgun-Mikrofon, das MKE 400, aufgesteckt. Soll ja nicht ganz umsonst mitgekommen sein. Und ja, mal gucken, wie das performt. Und ja, weiß nicht, vielleicht später, vielleicht morgen oder später mache ich mal sowas. Deswegen stelle ich mal mein technisches Equipment vor, falls das jemand interessiert. Alles in allem bin ich bis jetzt performancemäßig auf jeden Fall zufrieden. Spanien,
morgens 9:30. Du hast es dir verdient. Wenn ihr meine Caminos 2021, 2022 verfolgt habt, wisst ihr das vielleicht? Die meisten wahrscheinlich nicht. Viele Leute, wenn sie auf dem Camino sind, erzählen ja so von wegen, oh, der Geruch der wilden Kräuter, der Blumen, der Duft der Eukalyptuswälder. Ich nicht. Ich rieche nichts. Das hat jetzt aber nichts mit Corona zu tun, sondern vor ungefähr 10 Jahren hatte ich eine chronische Nebenhöhlenentzündung, mal wieder wechseln, und zwar sämtliche Nebenhöhlen sind komplett dicht gewesen, meine Nase, Nasenmuscheln vergrößert, Polypen, alles, hab kaum noch Luft gekriegt. Und deswegen hatte ich eine Operation. So, und ich hatte nur 2 Optionen. Entweder nicht durch die Nase atmen oder Operation. Wie auch immer, während dieser Operation haben sie mir hier oben meine Siebbeinzellen an die Wand gefahren. Und die Siebbeinzellen sind verantwortlich für Geruch und ja, für Aromen, die ganzen feinen Sachen. So, und wie gesagt, ich rieche nichts, was in der Herberge manchmal ganz praktisch ist. Und mein Geschmack ist runter, sag ich jetzt mal, 50-60%. Ne, also ich sag mal, kann doch noch durchaus sagen, ob ein Rotwein gut ist oder nicht. Aber wenn es darum geht, um die ganzen feinen Aromen, wie wilde Blaubeere, Tabak, leichter Abgang von altem Leder und feuchten Socken, da bin ich raus. Das kann ich nicht. Also wie gesagt, alles was hier los ist, Blumen, Eukalyptus, Kräuter, bin ich raus. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich mit meinem Essen immer ein bisschen wählerisch bin. Und ja, wenn irgendwas 1 oder 2 Tage über den Mindesthaltbarkeitsdatum drüber ist, geht bei mir in die Tonne. Einfach aus dem Grund, ich schmecke nicht, ob irgendetwas schlecht ist. Ich merke es dann später. Und das Risiko möchte ich nicht eingehen. Wir stehen hier gerade vor der Bar und Herberge. Wie heißt sie? Puente Vitero. War ein super Spot, wenn du aus der Ecke da hinten kommst. Super Bar. Aber ja, ist wohl ein Opfer von Corona geworden. Es war immer hier, seit ich 2015 angefangen habe. Jetzt ist es weg. Geschlossen. Through all the storms I'm by your side. Through days of warmth I'm by your side. The stars and the moon in the nighttime sky, I'm by your side. Wir sind gerade durch Bordier del Camino. Pause eingelegt, um 5 Kilometer zu laufen. Wir waren in einer Bar, Schrägstrich Herberge, Schrägstrich Hostel. In El Camino. Nette Herberge. Ich bin da 2021 abgestiegen. War man noch der gleiche Hospitalero. Wir haben ein bisschen geschnackt. Und er hat mich auch gefragt, wie ist der Camino so? Ja, ist ganz nett, so nach der Pandemie. Ist wieder hübsch. Und er meint, ja, für ihn nicht wirklich,
Und ich sag so, ja, aber der Umsatz steigt doch bestimmt wieder an. Und er macht, ne, nicht wirklich. Und er meinte, die Leute auf dem Camino sind anders nach der Pandemie. Und er mag die Leute nicht wirklich, die momentan unterwegs sind. Wen wundert's? Wir kommen gerade nach Fromesta. Definitiv mehr als die 25 Kilometer, die im Buch stehen. Aber alles in allem war das ein netter Walk today. Deutsch. Ja, vom Arschlochberg mal abgesehen. Meistens flach. Super Wetter. Meistens sonnig. Jetzt so ein paar kleine Schäfchenwolken. Morgen. Morgen geht's nach Casadia, zitiert mich nicht. Auf jeden Fall 36 Kilometer, laut Buch. Silvia guckt schon der Kackstift aus der Hose. Ha! Kleiner Spaß. Insofern, bis morgen. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt dran. Buen Camino.